In einem Pferdestall muss es mindestens einen Erste-Hilfe-Kasten geben. Wie gut weißt du Bescheid? In einem Pferdestall muss es mindestens einen Erste-Hilfe-Kasten geben. Dieses Pferd ist vor kurzem gestürzt. Deshalb muss es geschont werden. Schön, dass du hier mal wieder vorbeischaust. Klicke. Dieser Friese hat gerade eine Wurmkur hinter sich. Wurmbefall kann zu Koliken führen. Deshalb muss... Rico ist ein Hannoveraner. Das ist... Pferde lieben sauberes Stroh als Einstreu. Das gilt auch für Rico, stimmt's? Davon braucht Rico gerade nichts. Eine Pferdebox muss so groß sein, dass sich ein Pferd ohne Probleme drehen kann. Und es muss sich darin hinlegen und strecken können. Manchmal klebt oder bockt ein Pferd. Das ist für den Reiter nicht immer schön. Es sind aber ganz natürliche Verhaltensweisen bei Pferden. Schau mal ins Notizbuch. Da steht einiges darüber drin. Frische Luft und Sonnenschein. Das tut Pferden wie Menschen gut. Auf diesem Pferd habe ich schon Voltigierübungen gemacht. Möchtest du mehr über das Voltigieren wissen? Dieser Hannoveraner hat schon einige Preise im Dressurreiten gewonnen. Dressurarbeit gehört zur Ausbildung des Pferdes immer dazu. Es gibt aber auch richtige Dressurpferde, wie... Praktisch, dass direkt am Reiterhof der Wald ist. Hier kann man schöne Ausritte machen und ist gleich im Grünen. Komm, wir reiten aus. Hier kannst du über Hindernisse springen. Drücke rechtzeitig die Leertaste, sonst verweigert das Pferd den Sprung und du bekommst einen deiner drei Versuche abgezogen. Je länger du die Leertaste drückst, desto weiter springt das Pferd. Für jedes übersprungene Hindernis bekommst du Punkte. Je weiter der Sprung, desto mehr Punkte gibt es. Alles klar? Dann klicke auf die Glocke. Wenn nicht, klicke auf das Fragezeichen. Ich erkläre das Spiel dann noch einmal. Jetzt ist ein Versuch weg. Jetzt hast du einen Versuch weniger. Springreiten scheint genau das Richtige für dich zu sein. Wenn der Ausritt noch nicht zu Ende sein soll, brauchst du nur auf die Glocke zu klicken. Willkommen in der Bestenliste. Schau nach, an welcher Stelle du stehst.
Da ist ja Annika. Sie möchte mit ihrem Pferd ausreiten. Sie reitet auf einem Vielseitigkeitspferd. Das ist ein Pferd, das in der Dressur, im Gelände und beim Springen gut sein muss. Da ist ja Annika. Sie möchte mit ihrem Pferd ausreiten. Sie reitet auf einem Vielseitigkeitspferd. Das ist ein Pferd, das in der Dressur, im Gelände und beim Springen gut sein muss. Ein Reiter muss immer wieder den Sitz üben. Auch erfahrene Reitprofis arbeiten immer wieder daran. Puh, bei dieser Arbeit kann ich deine Hilfe gut gebrauchen. Bei einem Klick auf die Glocke geht's los.